Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable, zu einem weiteren Star Stable Blogartikel, wo es heute um das aktuelle Update der Spielercharaktere geht. Wir sind ja aktuell an dem Punkt angekommen, wo wir ja schon einiges über die Körperproportionen und alles dergleichen der Star Stable Charaktere gelesen und auch schon so ein bisschen besprochen haben. Jetzt gehen wir finally auf den nächsten Part ein. Und dazu haben wir Yvonne Schudeck aus dem Tech Lead, also besser gesagt eine von denen, die im oberen Bereich der Entwicklung noch was zu sagen hat. Im Juni und Juli wird sich der Blogartikel für neue Spielercharaktere mehr auf die technischen Aspekte und das Gameplay fokussieren. Zu diesem Anlass freuen wir uns, Yvonne die Chance zu geben, sich vorzustellen und euch die unglaubliche Arbeit zu zeigen, die sie in den letzten Monaten geleistet hat. Hallo ihr Lieben, ich bin Yvonne, die technische Leiterin für das Gameplay und auch eine der Gameplay-Programmiererinnen, die an den aktualisierten Spielecharakteren für das Spiel arbeitet. Während das Team die Grafik überarbeitet, werden auch weitere neue Funktionen entwickelt, die der Anpassung der Spielercharaktere durch eure Spieler dienen, wie zum Beispiel unterschiedliche Körperformen. Da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass es ja jetzt auch noch diese Skin Colors, also die unterschiedlichen Hauttöne geben wird, eben die anderen Proportionen, die ja auch einer der Gründe sind, warum es so lange dauert, weil Star Stable sich erst nachhinein entschieden hat, andere Proportionen anzubieten und daraufhin alle anderen bisherigen Gegenstände dann doch noch an andere Proportionen anpassen musste und deswegen alles nochmal verworfen hat, ist natürlich, ja, einerseits cool, vielleicht wäre ein Zwischenweg ganz gut gewesen, dass man gesagt hat, okay, ja, verstehe ich, aber vielleicht hätte man vorab schon mal das andere Charakter-Update reinpacken können und danach dann das doch dazu bringen können. Gehen wir aber weiter. Wo waren wir genau? Und während wir diese neuen Optionen ins Spiel einbauen, um es den Spielern zu ermöglichen, ihre Charaktere individueller zu gestalten, wollen wir dabei auch Chancen nutzen, zu verbessern, wie das Spiel das unterschiedliche Aussehen der Charaktere verarbeitet. Anstatt die neuen Charaktere einfach in das alte, limitierte System zu implementieren, wollen wir lieber einen Neuanfang wagen und den bestehenden Code verändern, sodass man einfacher damit arbeiten und ihn in Zukunft leichter für neue Funktionen erweitern kann. Ich sage immer noch dazu, nutzt doch einfach coole neue bestehende Programme, die einfach schon euch jede Menge Möglichkeiten bringen, wie eine Unreal Engine. Dann könnt ihr euch viele von den Programmiersachen einfach sparen und müsst den ganzen Code nur abändern, für euren Code anpassen. Man könnte Star Stable auch easy in Unreal Engine nachbauen. Ist meiner Meinung nach das Sinnvollere, was man hätte machen sollen. Aber gut, wenn sie ihren eigenen Code haben wollen, wollen sie ihren eigenen Code haben. Der erste Schritt zur Umgestaltung der Logik hinter den Änderungen des Aussehens ist es, die Kopfform, die Hautfarbe und das Make-up getrennt zu betrachten. Ihr fragt euch vielleicht, warum im alten Char-System diese drei Merkmale für das Aussehen des Kopfes in einem Kopfgegenstand zusammengefasst wurden. Dabei hat jeder dieser Gegenstände eine einzigartige Textur. Wie wenig flexibel dieses System ist, zeigen wir euch an einem Beispiel. Wenn wir ein neues Make-up für einen Charakter hinzufügen wollen, dann müsste der Grafiker extra eine neue Textur für jede verfügbare Hautfarbe erstellen. Und falls wir die Auswahl an Hautfarben erweitern wollen, müssten wir den Grafiker umgekehrt für jede Hautfarbe das ist natürlich auch schon richtig heftig. Das ist nicht nur zeitintensiv, sondern auch im Hinblick auf die Performance keine gute Lösung. Mehr Texturen, die in einen Speicher geladen werden müssen. Indem wir diese drei Teile voneinander trennen, schaffen wir uns die Möglichkeit, neue Inhalte flexibler und mit geringem Zeitaufwand zu erstellen. Also, was ich mich jetzt hier frage, ist erstmal, finde ich es natürlich gut, dass das Ganze getrennt ist. Die untere Kopfform wirkt, finde ich, sehr männlich. Die hat, finde ich, wenig weibliche Züge, ist mein Empfinden. Was man halt sagen kann ist, erstmal frage ich mich,
warum, also ist Make-up deswegen getrennt, nur damit es weniger die Performance anfasst, oder ist Make-up auch aus einem anderen Grund noch irgendwie davon getrennt? Die Augenbrauen sind getrennt. Heißt das, die Augenbrauen selber sind ein eigenes Stück und sind deswegen auch für eine Mimik dann möglich? Kann man dadurch dann sagen, ja, Mimik kommt nicht? Weil es scheint ja, als wäre der Mund zumindest erstmal recht unflexibel, oder kommt mir das nur so vor, dass der Mund jetzt selber mit dem ganzen Rest zusammen ist? Heißt das, wir kriegen nicht wirklich Mundbewegungen? Das wäre natürlich schade. Wenn es wirklich das heißen würde, dass wir nur Bewegungen der Augenbrauen bekommen, wäre es blöd. Es ist aber natürlich auch clever, das jetzt so zu machen, weil man dann das Ganze schneller und besser anpassen kann. Wenn das dazu führt, dass wir dann auch demnächst deutlich schneller an Erweiterungen rankommen, ist es natürlich super für uns, ganz klar. Dann ist auch noch der Punkt hier, ist das nicht toll? Nächsten Monat stellt Scott Clary seine Arbeit als technischer Animateur für das Projekt vor, bleibt dran. Das heißt, dass wir nächsten Monat dann sehr wahrscheinlich das Thema Emotes, Gestik und Mimik bekommen werden. Klingt sehr stark danach. Warum? Weil ein technischer Animateur das dem ganzen standardisierten Stuff dann natürlich das Leben einhaucht, also das Ganze dann bewegbar oder beweglich macht. Deswegen denke ich, dass dann nächsten Monat sehr interessant werden wird, weil es sieht stark danach aus, als wird nächsten Monat dann dem ersten so ein bisschen Leben eingehaucht. Und wenn wir mal zurückdenken, was wir jetzt alles schon haben, dann haben wir doch schon eine ganze Menge an Stuff fertig. Und denke mal, das ist ein guter Weg in das Update der Charaktere, denn es sieht danach aus, als sind wir auf einem guten Weg, vielleicht sogar dieses Jahr davon so ein bisschen was ins Spiel zu bekommen. Macht auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck. Eure Meinung dazu wie immer in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Bis dann. Ciao, ciao. Between us.